Danke, dass Sie gekommen sind, Señorita Alvarado. Ja, was ist passiert? Enrique ist tot. Es tut mir so leid. Aber wie? Das Fieber. Ich habe ihn gestern noch gesehen, da ging es ihm gut. Es ist alles so schnell gegangen. Innerhalb eines Tages? Wirklich, Señorita, es war das Fieber. Da ist noch was anderes. Da ist nichts anderes. Bitte lassen Sie mich meinen Mann begraben. Señorita? Mit Romantik kenne ich mich aus. Was war das? Ein unpassender Augenblick. Hol Wasser! Ist jemand verletzt? Wasser! Komm schon, komm schon! Geben Sie her! Vorsichtiger mit Ihren Chemikalien sein. Da war nichts drin, was explodieren könnte. Ja, dann war es wohl nur ein tragischer Unfall, Doktor. Señorita? Schneller! Wo bleiben die Eimer? Wir legen uns aber ganz schön ins Zeug, was? Auf eine Frau, die so schön ist wie diese Rose. Da habe ich aber wirklich Glück. Ein Krieger und ein Poet. Und wer weiß, vielleicht bin ich sehr bald sogar Colonel. Und Montoya? Er ist sehr krank, sieht gar nicht gut aus. Wie tragisch. Tja, wie heißt es so schön, des einen Leid ist manchmal des anderen Freud. Gesprochen wie ein echter Colonel. Ehrgeiz steht ihm gut. Auf den Ehrgeiz. Auf uns. In mein Quartier gehen wir. Nur Geduld, Kapitän. Gut Ding will Weile haben. Ich kann's aber nicht erwarten. Ich auch nicht. Andererseits, man erfährt so viel über eine Frau, wenn man sie tanzen sieht. Finden Sie nicht? Thank you.
Riecht das an jemanden? Ja, an ein Mädchen. Vor ungefähr 15 Jahren. Tessa hieß sie, glaube ich. Sie war sicher ein bezauberndes Kind. Ah, sie war von der schlimmsten Sorte. Hat mich immer geschlagen, bis ich grün und blau war. Ja, aber nur, weil du ihr an den Haaren gezogen hast. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Natürlich nicht. Es war ja auch nicht dein Haar, oder? Senores, Sie wissen, dass Sie damit Ihr Leben riskieren. Es wäre doch sehr schade, wenn wir unser Erntedankfest mit einer Beerdigung beenden müssten. Wenn heute jemand stirbt. Die Sache ist noch nicht vorbei. Don Aguilera, amüsieren Sie sich gut auf dem Fest? Hier, Senor. Möchten Sie die kaufen? Nein, nein, bitte, nein. Senor. Nein, danke. Wieso denn nicht? Geh weg! Papa! Was haben Sie dir angetan? Doktor! Mein Haus ist zu weit weg. Wir bringen ihn in die Kirche. Helfen Sie mir! Vorsichtig! Vorsichtig! Wonach suchst du? Wen siehst du? Einen toten Mann. Ich will mit dir reden, bitte. Mein Vater ist ein großer Mann. Ich kann Fuentes nicht ungestraft davonkommen lassen. Du weißt nicht, ob es Fuentes war. Dann bin ich aber der Einzige, der es nicht weiß. Wo willst du hin? So etwas ist nichts für Frauen. Halt dich da raus. Ja! Und fester. Hey, du musst schon richtig zielen. Warte. Sie sind tot. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Wir sprechen uns noch. Schneidig.
Carmina! Carmina! Los, los, weg da, aus dem Weg! Da vorne steht der, beeilt euch! Hat jemand geschossen? Schnappt ihn euch! Eine Bewegung und du bist tot! Holt den Doktor! Es ist zu spät für einen Arzt. Die hilft uns nie. Ich glaube ihr. Ist sie nicht gekommen und hat ihr Beileid ausgedrückt? Der einzige Grund, wieso sie gekommen ist, war ihr Tuch zu holen.